Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dem heutigen Abend, der unter der Überschrift steht, feministisch arbeiten mit Marx, und Teil ist unserer jährlichen Kapitallektürekurse hier an der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und dieses Satellitenseminar, wie alle anderen, die wir in diesem Jahr durchgeführt haben und noch durchführen werden, kreisen um Fragen der marxischen Kritik der politischen Ökonomie und anderen theoretischen Feldern, die sich mit dem Marxismus beschäftigen. Und ich freue mich sehr, heute Abend als unseren Gast Frigga Haug begrüßen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, Frigga, ob ich dich wirklich vorstellen muss. Ich werde es aber trotzdem tun. Frigga ist Soziologin, Philosophin und, wie ich gar nicht wusste, sondern heute erst erfahren habe, auch Krimibuchautorin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind weibliche Vergesellschaftung und Frauenpolitik, Arbeitsprozesse, Arbeit, Automation, Lernen. Sie hat in den vergangenen vielen Jahren, muss man sagen, zahlreiche Publikationen veröffentlicht zu Marxismus und Feminismus, im Feld der kritischen Psychologie, zu Prozessen des Lernens, zu Erinnerungsarbeit, zu Frauenpolitik und zu Rosa Luxemburg und andere mehr. Mit einem vielbeachteten Buch ist sie präsent in neuesten Debatten um den Arbeitsbegriff, mit dem Buch der Vier-in-Einem-Perspektive, die diesen Arbeitsbegriff grundlegend aufrollt und Reproduktion, Bedürfnisorientierung, Sinnlichkeit, menschliche Kreativität in den Mittelpunkt der Frage von gesellschaftlicher Befreiung und Entwicklung stellt. Ja, Frigga hat in ihrem noch Lohnerwerbsleben gearbeitet, zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HWP in Hamburg. Sie war dann bis 2001 Professorin für Soziologie an der dann sogenannten Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik mit zwischendurch diversen Gastprofessuren in anderen Städten und Ländern. Sie ist außerdem Mitherausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Das Argument und des historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus sowie Herausgeberin des historisch-kritischen Wörterbuchs des Feminismus. Dein Vortrag heute, Frigga, steht unter der Überschrift einer unglücklichen Ehe von Marxismus und Feminismus. Du hast angekündigt, du wirst einen kursorischen Überblick geben über die Kämpfe in der Frauenbewegung oder in verschiedenen Frauenbewegungen, muss man vielleicht sagen, gegen Marx und den Marxismus. Das sind unter anderem Debatten um blinde Flecken, um Anerkennung, um den Wertbegriff und um Reproduktion im weiteren Sinne. Frigga schlägt vor, eine andere Lesart von Marx und Engels, eine, die Marx und Engels feministisch beerben will. Du schreibst, du willst nacharbeiten und umbauen. Du willst die, wie du schreibst, teuflische Weise thematisieren, in der geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der kapitalistischen Produktionsweise eingeschrieben ist, ohne aber die politische Debatte auf die Forderung nach Lohn für Hausarbeit zu verengen. Es geht also um Fragen, vor die kritische Gesellschaftstheorie und linke politische Praxis heute gestellt sind, und diese feministisch-marxistisch in den Blick zu nehmen. Wie kann sowas gelingen, ohne ein Herrschaftsverhältnis gegen das andere auszuspielen? Welche Erkenntnisse und politische Perspektiven lassen sich aus einer, ich will mal sagen, jetzt nicht Zwangsheirat oder glücklichen Ehe, aber doch vielleicht einer verbindlichen Lebensgemeinschaft auf Augenhöhe von Marxismus und Feminismus gewinnen? Wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Und bevor du loslegst, werde ich noch ein paar organisatorische Dinge kurz zum Ablauf des Abends sagen. Zum einen, wir haben hier eine Teilnehmerliste, die ich rumgebe und euch bitte, euch einzutragen. Es ist der Nachweis, dass unsere Veranstaltungen auch besucht sind. Und genau, Antonella wird das rumgeben. Frigga wird einen circa halbstündigen Vortrag halten, an dem viele dieser genannten Punkte angerissen und dann bei Bedarf auch vertieft werden können. Und unsere Idee ist, dass wir im Anschluss an diesen Vortrag in eine gemeinsame Diskussion kommen, wobei die Grundidee ist, jetzt nicht nur ein
sozusagen frontal Frage-Antwort oder Kommentar-Antwort-Stil, sondern wirklich auch gemeinsam in eine Diskussion zu kommen, in der ihr auch auf Beiträge untereinander gerne eingehen könnt. Wir werden Friggers Vortrag aufzeichnen und ihn dann auch im Rahmen unserer Hörmarks online Audiodateien abrufbar ins Netz stellen. Ich würde euch bitten, wenn ihr zu dem Vortrag Verständnisfragen habt, wirklich nur Verständnisfragen, irgendein Begriff ganz unklar ist, kurz die Hand zu heben, dass wir das sehen und an der Stelle dann um Präzisierung bitten können. Diskussionsbeiträge und thematisch vertiefende Sachen würde ich dann gerne im Anschluss an die Diskussion haben. Genau, insgesamt wollen wir den Abend auf 2 Stunden beschränken und insofern bleibt mir jetzt nichts zu sagen, als dir das Wort zu geben, Frigga, und wünsche uns eine anregende Debatte. Steht der richtig jetzt? Nee, ne? Ich meine, der ist angeschaltet und nur ich höre es nicht. Gut. Also, guten Abend. Ich freue mich, dass so viel Interesse an Marxismus, Feminismus inzwischen wieder da ist. Das ist wie eine Renaissance, ist nicht angeschaltet, ne? Nein, ist nicht angeschaltet. Wie ist es jetzt? Sehr leise, dann ist es nicht angeschaltet. Okay. Also der erste Satz war, dass ich mich freue, dass es so viel Interesse für Marxismus, Feminismus wieder gibt. Es ist, glaube ich, Jahrzehnte her, dass das in diesem Ausmaß der Fall war. Ich hoffe, das geht ganz tief in euch. Was ich euch berichten will, ist mehr eine Erzählung als ein Vortrag, nämlich ich will dem nachgehen, was das eigentlich war und was es sein könnte, Marxismus, Feminismus. Das ist eine internationale Geschichte und sie zu erzählen bedeutet, historisch zurückzugehen und einige Daten und Zusammenhänge vorzustellen und gleichzeitig eine Theoriedebatte mit euch zu führen. Mal gucken, ob das im Erzählstil geht. Das ist eigentlich meine Vorstellung, dass das so in so einem Plauderstil gehen müsste. Zunächst mal ist natürlich, ich weiß nicht, wie das für eure Ohren ist, aber als das anfing in den 70er Jahren, ist Marxismus, Feminismus eine Provokation, ein Unding. Ich habe das auch jetzt gehört, das kann doch gar nicht gehen, das sind doch 2 völlig verschiedene Sachen auf verschiedenen Satelliten sich abspielend. Das war auch als Provokation von unten gedacht, es war frech gemeint und wurde auch als Frechheit aufgefasst. Und zugleich ist die Diskussion, die dann jetzt losgeht, eine, die von 2 Minderheiten her geführt würde. Man denkt immer, dass jetzt gibt es eine ganz allgemeine solche Diskussion, aber Feministinnen, das waren ganz wenige, die konnte man an einer Hand abzählen und Marxistinnen auch. Das war die DKP hatte damals, glaube ich, 0,2% in der Bundesrepublik, das waren nicht mal alles Marxisten, also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass dort 2 Kleinstgruppen zusammengebunden werden. Die Feministinnen, die jetzt mit diesem Anspruch, Marxistinnen, Feministinnen zu sein, auftraten, kamen wie die gesamte Frauenbewegung aus der Studentenbewegung. Infolgedessen, die übrigens gerade erst zu diesem Zeitpunkt anfing, sich Marx anzueignen. Erste Seminare, so wie ihr jetzt, aber noch ihr in den Anfängen, fanden statt. Und das aber bedeutete, dass die Kritik und Auseinandersetzung mit dem Marxismus zunächst ausschließlich auf der Theorieebene stattfand. Nicht etwa mit der DKP oder anderen Vertretern der Arbeiterbewegung, das kommt später. Die Theoriedebatte begann, wie man vermutlich inzwischen weiß, mit der sogenannten Hausarbeitsdebatte. Also Zweifel an Marx Arbeitsbegriff, Zweifel an der Werttheorie, Zweifel an der Klassenfrage. Aber das Allerwesentlichste war Werttheorie und Stellung der Hausarbeit im Gesamt der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Das ist eine sehr merkwürdige Debatte. Die fing ebenfalls natürlich international an, wie das Ganze. Ihr müsst es euch nicht etwa auf Deutschland und Berlin vorstellen, obwohl das in meinem
manchmal so klingen kann, weil die Bundesrepublik in Bezug auf Marxismus, Feminismus eine Sonderstellung hatte, das sollte ich vielleicht vorweg sagen, weil damals gab es ja noch die DDR und das bedeutete, dass der Antikommunismus in der Bundesrepublik so groß war, dass die Debatten immer im Schatten eines aggressiven Antikommunismus geführt wurden, während in anderen angloamerikanischen Ländern Marxistinnen, Feministinnen durchaus freundlich gelittene Wesen im universitären Raum waren und frei sprechen konnten. Und das ging die ganze Zeit durch. Es gab zum Beispiel in den 70er Jahren gab es 3 Listen, also so Listen, wie es heute auch noch gibt, wo man über Internet sich verständigen konnte. Und eine davon hieß Marxism, Feminism und die nächste hieß Materialist, Feminism und die dritte Socialist Feminism, die einander bekämpften, wie sich das für Linke gehört. Aber immerhin war das was Gewöhnliches, während in der Bundesrepublik mit diesem Antikommunismus gab es weder Listen noch irgendeine allgemeine Beunruhigung oder Anerkennung dieser Hausarbeitsdebatte. Also sie wurde international geführt, die Hauptelemente da drin, die kann man heute als ganze Bibliothek sich zusammenstellen. Die Hauptelemente waren, stimmt eigentlich Marxens Werttheorie? Wenn doch die Arbeit zu Hause, die doch aber in die Reproduktion, ihr seid ja jetzt Marxisten, nicht? Ich kann einfach die Worte hintereinander wegbenutzen, ohne dass ihr euch die nicht versteht. Wenn doch die Reproduktion der wahren Arbeitskraft von Hausfrauen umsonst zu Hause geleistet wird, dann müssen sie doch eigentlich da sie auch mehr arbeiten, als zu ihrer Reproduktion notwendig ist, das ist ja die Formel zur Arbeitskraft, zum Profit, da sie das auch tun, muss also ihr Mehrwert gewissermaßen verschwunden sein in der Ausbeutung der wahren Arbeitskraft und von den Kapitalisten umsonst angeeignet. So, das ist die spitzfindigste und außerordentlich elaborierte Theorie dazu. Die weniger spitzfindigen gingen um Fragen, ist eigentlich Hausarbeit produktiv, ja oder nein? Ist es Marx, der sagt, dass Hausarbeit nicht produktiv ist und wir müssen ihn also bekämpfen, weil wir doch wissen, dass auch Kuchenbacken und so weiter höchst produktive Tätigkeiten sind? Was ist das für ein Produktivitätsbegriff? Kurz, es ging aufgeregt hin und her und es gibt tatsächlich eine ganze Bibliothek, viele Diplomarbeiten dazu, wie das eigentlich zu sehen ist. Das Eigentümliche an dieser Debatte ist, sie war sowohl vom Common Sense gespeist, also was man vom gesunden Menschenverstand her sieht, als auch wussten sie alle schon, da sie angefangen hatten, Marx zu studieren, wie der Wert der wahren Arbeitskraft bestimmt ist, als auch wurde das immer spitzfindiger und unwahrscheinlicher und hob sich immer weiter ab von den möglichen Diskussionen der möglichen Bevölkerung, die das hätte interessieren können. Das konnte man am Ende fast überhaupt nicht mehr lesen, weil man es nicht durch die Küche schicken konnte. Und dennoch ist geblieben, das brach irgendwann ab. Es ging aus wie das Hörnberg erschießen, aber es ist geblieben. Offensichtlich macht es mit der Formulierung einer sehr klugen Inderin, Gabriele Dietrich, die Frage der Hausarbeit gehört zu den unvollendeten Aufgaben der marxistischen Theorie. Wir müssen immer weiter daran arbeiten, so wie es jetzt ist, geht es nicht, den Arbeitsbegriff auf die produktive Lohnarbeit, am besten noch im Metallbetrieb, zu verengen, nützt uns nichts. Danach, das brach wirklich ab, ihr könnt in diesem historisch-kritischen Wörterbuch des Feminismus, was genannt wurde, empfehle ich euch sehr, euch anzuschaffen. Das ist billig und ihr bekommt praktisch alle marxistisch-feministischen Debatten da drin versammelt, alphabetisch. Der erste Band geht bis Hexen und der zweite, weiß ich gar nicht, wie weit der geht. Weißt du das auswendig? Du hast ihn doch sicher schon studiert. Natürlich, von vorne bis hinten. Bis Köchin, glaube ich. Ja. Der zweite Band geht bis Köchin. Mhm. Okay. Da findet ihr das mit vielstimmig. Aus allen Ländern sprechen die dazu. Und sie haben immer die Themen marxistisch und feministisch aufgearbeitet. Und darin ist auch die Hausarbeitsdebatte von einer US-Amerikanerin vorgestellt. Da seht ihr auch, wie ungeheuerlich spitzfindig das alles wird am Ende. Aber dann starb das. In Deutschland mit Sigrid
Pohls Dissertation, das ist die, die dann ausgearbeitet hat, was ich am Anfang sagte, dass doch da der Teil von nicht entlohnter und nicht berechneter Arbeit, die die Frauen mehr als ihre eigene Reproduktion zu leisten imstande sind, einerseits nicht berechnet ist und andererseits die Frauen auf diese Weise tatsächlich weniger wert sind als die Männer auf dem Arbeitsplatz, weil sie ja sich selbst reproduzieren müssen und nicht reproduziert werden wie die Männer. Wird sorgfältig ausgerechnet. Eine dicke Dissertation hier an der FU Berlin geführt. Damit endet das und es taucht eine neue Debatte auf. Die heißt die Dual Economy Debate. Ist niemals auf Deutsch übersetzt, aber die Frage ist ganz einfach. Nämlich handelt es sich eigentlich beim Kapitalismus, dessen patriarchale Konturen oder Strukturen wir nicht wirklich greifen können, um eine Produktionsweise, wo wir noch die Frage Patriarchat einarbeiten müssen, dass es stimmig wird und die im Marxismus analysiert wird, die, oder handelt es sich um zwei, eine kapitalistische Kritik der politischen Ökonomie und eine patriarchale. Und ist dann, wenn das so wäre, die patriarchale eine, die vielleicht ungleichzeitig aus dem Feudalismus kommt, sodass der Feudalismus in Gestalt der Frauen zu Hause noch nicht überwunden ist. Sie sind abhängig, sie haben kein eigenes Geld und so weiter. Sie sind Sklaven ihrer Ehemänner, wie das auch bei Marx richtig heißt, und Engels. Und infolgedessen leben sie offenbar in nicht kapitalistischen gleichen Lohnarbeitsstrukturen, sondern sie leben in Feudalstrukturen. Also haben wir zwei Produktionsweisen und wir müssen zwei Theorien ausarbeiten. Und dieser Streit ging auch ziemlich lang, hauptsächlich in den angloamerikanischen Ländern, wie man das eigentlich hinkriegt, zwei Theorien oder nur eine, die zusammengehört. In diesem Zusammenhang fangen dann die Debatten um, wie kriegen wir denn das Sexuelle da rein. In diese Theorien, fangen um die Zeit an. Die sind aber jetzt nicht mein Thema, weil das nicht im Zentrum von Marxismus, Feminismus steht. Ich sage euch nicht hauptsächlich die Namen alle dazu, weil das diese Texte, wo so ungeheuer Namen fallen gelassen werden, die nützen euch ja nichts, weil ihr die Namen vielleicht nicht kennt. Und ihr könntet die Namen alle finden in diesen Wörterbüchern, wer jetzt an welcher Stelle was gesagt hat. Die bekannteste zu den Dual Economy Debate ist, glaube ich, die bekanntesten Vertreterinnen sind in dem Buch, in dem der Aufsatz von Hartmann ist, The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism, den sie vorher erwähnt hat. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wer die anderen Autorinnen alle sind, aber die Aufsätze sind da drin gesammelt. Ist es eine Ökonomie oder sind es zwei? Und wie gehen wir weiter voran, um dieser Sache auf den Grund zu gehen? Die Sache ist auch unentschieden ausgegangen, mehr oder minder, oder fallen gelassen worden. Weil in dieser gleichen Zeit die Frage, wer ist eigentlich überhaupt das Patriarchat und wie läuft eigentlich die Geschichte der Frauenunterdrückung und an welchen Punkten muss überall eingegriffen werden, eingeholt wurde längst von einer nicht theoretisch arbeitenden, aber wilden und immer größer werdenden Frauenbewegung, die die Herrschaft auf den verschiedenen kulturellen Feldern in Angriff nahm. Das ist auch sehr schön nachzulesen, dass sie die Frauenbewegung damit begonnen hat, praktisch alle Felder zu durchqueren, also Gesundheitswesen, Musik, Film, Literatur, Cafés, Buchläden und so. Überall fand man Frauen-only Zonen, die in denen alternative Lebensweisen versucht werden, aber die kenne ich im Wesentlichen aus Deutschland. Und in Deutschland hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Frauenbewegung aus dem Marxismus gänzlich verabschiedet, wenn sie überhaupt jemals darin angefangen hat, weil die Arbeiterbewegung, jetzt gehe ich auf das politische Feld über, wir haben bisher die Frauen, die Feministinnen theoretisch streiten sehen mit Marx und jetzt erinnere mich dran, dass ich zu den Bielefeldern noch extra was sage. Die passen mir jetzt gerade nicht ins Konzept. Aber die gehören extra genannt, zu denen, die sich verabschiedet haben. Aber jetzt erst tritt die Arbeiterbewegung auf als eine Barriere, ein Hindernis, ein Feind der Frauenbewegung. Die haben praktisch von Anfang an, so wie Frauenbewegung lauter wurde und
überall in Demos gegen Abtreibungsparagraphen und sonst was in Konferenzen auftrat, haben sie diese bekämpft mit drei Hauptideen. Es handelt sich ganz offensichtlich um Studentinnen und also Kleinbürgerinnen, die uns als Arbeiter nicht interessieren. Kein Gedanke mehr, dass Marx und Engels ebenfalls Intellektuelle waren, Rosa Luxemburg auch, Lenin auch, sondern das waren offensichtlich nur noch Arbeiter in der Bewegung und diese Intellektuellen in der Frauenbewegung müssen also Kleinbürger sein, weg mit ihnen. Das war der eine Hauptgedanke und der zweite war, außerdem wird diese Bewegung so schnell verschwinden, wie sie gekommen ist. Es handelt sich um Turbulenzen auf der Oberfläche der kapitalistischen Gesellschaft. Falls ihr das schon mitgekriegt habt, das ist noch die Idee von Wesen und Erscheinung. Nicht? Das Wesentliche ist unten, wo die Arbeiter sind und oben auf der Erscheinungsebene tummeln sich so ein paar Frauen. Die kann man in diesem Fall auch vergessen. Das Ganze wurde stark angeheizt durch ein subjektives Eingreifen von mir als Teil der Frauenbewegung und in meiner Vorstellung auch als Teil der Arbeiterbewegung. Das mag euch vielleicht komisch vorkommen, aber die Studentinnen, die Sozialistinnen waren, wie ich im SDS, dachten sich als Teil der Arbeiterbewegung, obwohl sie niemals Arbeiter waren, war das ihnen ganz selbstverständlich und dann als Teil der Frauenbewegung. So. Jetzt unter dem Feuer der Vertreter der Arbeiterbewegung, die nun allerdings auf die Idee kamen, wenn die Frauenbewegung so wild sich tummelt, müssen wir auch Frauensektionen eröffnen. Also in jeder Gruppe irgendwo ein Frauenreferat oder ein Frauenfach oder so. Und jedes von diesen hatte einen Mann als Vorsitzenden, weil ja nur diese wussten, welche Bücher gelesen werden müssen und wie man eine Konferenz organisiert und was alles noch so an Fachwissen sein musste. Und die Frauen, muss man sagen, in den, dazu nenne ich jetzt die Gewerkschaften, die Sozialdemokraten und die Kommunisten, die alle haben sich das bieten lassen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Für mich ist das der Zeitpunkt der Opfer-Täter-Debatte. Ganz kurz, das ist die Opfer-Täter-Debatte geht zurück auf einen siebenseitigen Text von mir, leicht zu lesen, ganz völlig harmlos, wurde in 11 Sprachen übersetzt und gab einen wirklichen Schub und Aufruhr all überall. Und er sagt nichts weiter, angestoßen von den großen Veranstaltungen, das werden wir vielleicht auch wieder kriegen, wo sich jeden Mittwoch bis zu 1000 Frauen versammelten und eine nach der anderen ging nach vorne und sagte, wie es ihr gegangen ist, Gewalt gegen mich, er schlägt mich, wir müssen jetzt mit diesen Gewalttätigkeiten Schluss machen und immer eine nach der anderen. Und ich dachte, so kann das doch nicht sein. Das ist doch völlig unmöglich, diese unglaublichen Opferfeste, die die Frauen hier feiern, das macht doch alle verzweifelt und traurig und nicht stärker und das ist eine solche Kraft dahinter, das muss anders sein. Und da habe ich diesen Text Frauen, Opfer oder Täter geschrieben. Der tut nichts weiter, als die marxischen Feuerbach-Thesen auf die Frauenbewegung anzuwenden. Ich überlege gerade, wie ich die marxischen auf die Feuerbach-Thesen komme ich noch später zurück. Aber als Summe jetzt da drin heißt das ein System, was nicht mit militärischer Gewalt arbeitet und regiert, muss mit der Zustimmung seiner Mitglieder regieren oder um sie ringen. Kurz stellt sich die Hegemoniefrage. Und infolgedessen müssen wir, wenn wir Frauenunterdrückung ansehen, sehen, wo und wie sind sie an ihrer eigenen Unterdrückung beteiligt. Wie produzieren sie also ihre Unterdrückung? Und von mir aus gesehen war das ein kämpferischer Text, weil ich dachte, wenn ich herausfinde, wie sie an ihrer Unterdrückung beteiligt sind, dann können Sie doch auch, beziehungsweise nur unter diesem Gesichtspunkt, können Sie an der Beseitigung Ihrer Unterdrückung selber als Subjekte mitarbeiten. Sie haben das in Ihrer Hand. Wann immer man Sie bloß als Opfer denkt, braucht man Stellvertreter, die dann in Gestalt der Arbeiterbewegung auftreten, bis hin zum kommunistischen Manifest, wo die Frauen befreit werden und sich nicht selbst befreien. Und der Hauptsatz für uns war, wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen. Der Satz ist von Peter Weiß und dieser Text, also 7 Seiten,
Der hat wirklich, das, ich weiß nicht, ob man das heute noch hinkriegen würde, der hat Frauen massenhaft in Aufruhr gebracht und er hat vor allen Dingen die Empörung der Arbeiterbewegungsorganisationen hervorgerufen. Ganz kurz, ich hatte hier eine Frage. Ich 1979, das war mein erster Volksuni-Vortrag zur Gründung der Volksuniversität. Und die ist 1980 gegründet. Da weiß ich das genau. So, ich wurde vor ein Tribunal geladen. Ich wurde aus der DKP ausgeschlossen, in der ich nicht Mitglied war. Aber es war so. Es war ein unglaublicher Vorgang. Und der war sehr folgenreich für mich und auch für die ganzen Studierenden in der Folge an meiner Hochschule. Nämlich damals war der AStA, waren die Asten vom Spartakus mehrheitlich besetzt. Die konnten die neu hinzukommenden Studenten beraten und sagen, in diese Veranstaltung geht ihr nicht. Es handelt sich um eine erzbürgerliche Person, reaktionär bis ins Äußerste, kleinbürgerlich und sonst was. Und ihr könnt dort nichts lernen und nicht studieren. Und meine Veranstaltungen bis dahin waren überfüllt. Und von einem Tag auf den anderen hatte ich 3, 4 Studenten oder 7 über 4 Jahre lang. Ihr könnt euch denken, dass ich darüber als leidenschaftlich Lehrende sehr krank geworden bin. Und ich kriegte alle Chaoten, alle, die nicht sozusagen auf Spartakuslinie waren, die kamen zu mir und ich musste lernen, wie mit den neuen sozialen Bewegungen umgehen und wie man anderen auch zuhört, die nicht von vornherein auf der gleichen Linie sind und so. Noch eine kurze Frage? Ja, das war der MSB. Ja, okay. War der MSB. Aber natürlich hat das dazu geführt, dass diese Frage der wie arbeiten Frauen an ihrer eigenen Unterdrückung mit, einen eigenen Forschungszweig begründet hat, den haben wir Erinnerungsarbeit genannt. Und dieses wiederum, insofern hatten die auch recht, das für gefährlich zu halten. Aus 2 Gründen, der zweite kommt gleich. Dieses wiederum Erinnerungsarbeit haben wir in Kleingruppen und Arbeitsgruppen mit Reisenden von uns in der ganzen Republik verbreitet. Und ich bekam den Auslandsauftrag. Ich habe das überall durchs Ausland getragen. In Australien wurde ein Lehrstuhl dafür eingerichtet, in Kanada, in den nordamerikanischen Ländern und so. Überall, das ist das bekannteste geworden, der Opfer-Täter-Aufsatz, der berühmteste und die Erinnerungsarbeit das bekannteste, was ich je gemacht habe, weil das ins Englische übersetzt wurde mit dem Band Sexualisierung des weiblichen Körpers. Das gibt es dann hinterher als Verso-Klassik und es gibt es überall. Ihr werdet sie bis heute finden. Noch heute gibt es, vorletztes Jahr erschienen, Dissecting the Mundane heißt das, sowas wie Memory Workers of the World Unite. Und da beziehen sie sich alle auf dieses Buch und den Anfang und was sie dann weiter damit gemacht haben und wie sie da drin arbeiten. Aber das ist jetzt wieder auf der Theorieebene eine sehr fruchtbare Methode, die auch wiederum, das hast du nicht genannt, ich bin auch in der Redaktion von Forum Kritische Psychologie, das Verhältnis der strammen, aufrechten, kritischen Psychologen und mir mit Erinnerungsarbeit ist gespannt. Es ist immer die Frage, gehört Erinnerungsarbeit zur kritischen Psychologie, ja oder nein? Bedient sie die entsprechenden Formeln, ja oder nein? Und ihr könnt dann, irgendwann werdet ihr auch da reingezogen werden, das entscheiden wir heute nicht. Aber das war nicht das Einzige und auch nicht das Einzige mit so einem globalen Zugriff, sondern ich habe dann in diesen 4 Jahren, in denen mir sozusagen der linke, für mich linke, heimatliche Boden entzogen war, immer weiter darüber nachgedacht, wie denn das passieren konnte. Holzkamp war übrigens auf der Seite derer, die mich ausgeschlossen haben, ebenso wie meine jetzige Freundin Ute Osterkamp. Aber wie konnte das passieren? Und mir fiel dann das Offensichtliche ein. Ihr habt das wahrscheinlich sofort gemerkt, aber ich nicht. Wenn man drin kämpft, ist es nicht so klar. Nämlich die Weise, wie ich versucht habe, Frauen dafür zu gewinnen, gegen ihre Unterdrückung dadurch anzugehen, dass sie ihre eigene Vernetzung damit, ihre Verankerung da drin angehen, war ja zugleich ein anderer Versuch, wie Politik zu machen ist. Nämlich Politik nicht über Stellvertretung, sondern von unten. Kurz, ich habe so harmlos und unschuldig sofort in einem, das
Avantgarde-Politikmodell in Frage gestellt und an die Stelle ein Politik-von-unten-Modell vorgeschlagen. Und insofern hatten sie recht, mich auszuschließen. So, ich bin schon auf Punkt 9. Ich sollte dich an die Bielefelder Frauen und den Abschied vom Marxismus noch erinnern. Ja. Die Bielefelder Frauen kennt ihr wahrscheinlich. Das sind die, die auch sozusagen deren Ruhm über die Tagesbewegung hinaus bis heute gereicht hat. Das ist Maria Mies, Veronika Benhold-Thompson und wie heißt die? Claudia von Werlhoff. Die kommen ebenfalls alle drei aus dem Marxismus und haben sich vollständig davon verabschiedet, bis hin zu ihnen bekämpft. Dennoch hat ihr Zugang, wie sie sich die Fragen gestellt haben, von Claudia von Werlhoff stammt der Text Der blinde Fleck in der Kritik, die Frauenfrage, der blinde Fleck in der Kritik der politischen Ökonomie. Und da seht ihr, dass sie sich von Anfang an in ihren Texten damit auseinandergesetzt haben, aber sie haben das Ganze für untauglich zurückgewiesen, im Gegensatz zu mir, sodass sie mit ihren Drittweltstudien, ihrer Hausfrauisierungsthese, das findet ihr aber alles in den Büchern drin, gleichzeitig einen radikalen Abschied. Sie arbeiten nicht mehr mit Marx, ihr werdet das sehen, wenn ihr das ausgeführt seht. Und gleichzeitig haben sie für die Drittweltländer ebenso wie für die in den westlichen Ländern, dadurch, dass sie auch Englisch veröffentlicht haben, einen sehr nachhaltigen Einfluss. Deswegen sollten sie extra genannt werden. Inzwischen sind wir viele Jahre später. Hightech-Kapitalismus hat sich... Ich muss mal eben gucken, wo ich Gramsci habe. Ah, im nächsten Punkt. Hightech-Kapitalismus ist inzwischen ausgebrochen und mit ihm kommen Hunderttausende von Frauen in die Erwerbsarbeit auf diese minderen Jobs in Teilzeitarbeit. Aber doch sind die alten Thesen, die man zur Frauenunterdrückung und gegen die Kleinfamilie und gegen Hausarbeit geschwungen hat, irgendwie merkwürdig stumpf geworden. Nicht nur das. Es schreibt Nancy Fraser einen weithin bekannten Artikel, der in der Taz ebenfalls erschienen ist. Der endet mit dem Gedanken, die Frauen und die Frauenbewegung sind der Steigbügelhalter des Neoliberalismus. Die Begründung dafür ist, dass die Hauptanstrengung, Frauen in die allgemeine Arbeit zu bringen und sie nicht nur im Haus zu lassen und Hausarbeit anzuerkennen und Lohn für Hausarbeit zu geben und so weiter, alle einen Platz im Hightech-Kapitalismus, im Neoliberalismus bekommen haben, ja auf diesen Punkten den Frauen auch weitere Versprechungen gemacht werden konnten, die überhaupt kein bisschen radikal mehr waren und nicht widerspenstig und nichts umwälzten. Ich habe gegen diese Schlussfolgerung von Nancy Fraser einen kritischen Gegenaufsatz geschrieben, der ist nicht so berühmt geworden wie ihrer, weil meiner kam nicht in der Taz, sondern im Argument. Und darin ist der Hauptgedanke eigentlich einer von Gramsci, deswegen muss ich wissen, wann kommt Gramsci dran. Der Hauptgedanke ist, es kann doch nur so aussehen, als wäre das so, als wäre die Frauenbewegung eigentlich der Wegbereiter für den Neoliberalismus. Es kann nur so aussehen, wenn man eine Theorie von Kapitalismus hat, die völlig ohne die Entwicklung der Produktivkräfte auskommt. Also die Frage, dass es sich um Hightech handelt und also um veränderte Arbeits- und Produktionsverhältnisse gar nicht in Berücksichtigung zieht, dann sieht die Sache nämlich ganz anders aus und man kommt sozusagen nicht in die marxistischen Tiefen. Das wisst ihr ja inzwischen, dass die Idee im Marxismus ist, die Produktivkräfte werden immer weiter entwickelt, bis sie an die Grenze stoßen, wo sie mit den Produktionsverhältnissen nicht mehr verträglich sind. Und dann gibt es einen Bruch und neue Formen müssen ausgedacht werden. Und natürlich, wenn man so vorgeht, ist natürlich die Verwandlung von Fließbandarbeit in Hightech Produktion ein solcher einschneidender Produktivkraftveränderungspunkt und muss natürlich die Frauen anders treffen. Und an der Stelle hilft Gramsci enorm, weil der hat genau das getan in seinen Analysen zum Fordismus, nicht zum Hightech, da lebte er nicht mehr, nämlich geprüft, wie eigentlich kann man ein Forschungsdesign oder eine Forschungsarbeit aufbauen, die die Entwicklung der Produktivkräfte untersucht und die Geschlechterfrage ausnahmsweise nicht vergisst.
so oder hintanstellt. Das ist sehr empfehlenswert zu lesen und zu studieren, weil er auch für Psychologen übrigens, falls hier eine Mehrheit davon ist, weil er untersucht, wie das, die Fließbandarbeit, die damals eingeführt war und die als Fordismus eine Produktionsweise ermöglichte, in denen Wachstum und Profit nicht so einseitig gemacht wurden, dass die einen nichts davon hatten und die anderen ganz viel, sondern über Massenproduktion und Massenabsatz billigerer Art die Arbeitenden in die, den Konsum ihres von ihnen erschaffenen Reichtums auf kleinem Maßstab mit einbezogen wurden. So, das ist das Fordismus-Modell. Und um das durchzukriegen, jetzt Gramsci, braucht es einen neuen Menschentyp, dessen Psychophysis völlig anders ist als etwa von einem Landarbeiter, der dann plötzlich keine Lust mehr hat und hört auf und geht vom Feld nach Hause oder so, sondern es braucht einen, der freiwillig, durch die Not getrieben natürlich, viele Stunden lang mit äußerster Kraft seine Arbeitskräfte verausgabt, egal was geschieht. Und dann geht er nach Hause. Und jetzt muss er die ganze Zeit, die er zu Hause ist, nur zu seiner Wiederherstellung benutzen. Also die Kräfte wieder ansammeln, damit er am nächsten Morgen wieder ankommen kann und wieder alles verausgaben kann. Diesen Typ Mensch gibt es nicht, als der Fordismus anfängt. Der muss also gezüchtet werden. Und um den zu züchten, ihr könnt dann hinterher darüber nachdenken, wie man einen Hightech-Menschen züchtet. Der muss nämlich auch anders sein. Also diesen, der jetzt gezüchtet wird, der braucht verschiedene Elemente. Er sollte zum Beispiel, das ist sehr lustig zu lesen, er sollte zum Beispiel nicht nachts auf den Straßen herumvagabundieren auf der Suche nach geeigneten Sexpartnern. Dann ist er morgens nämlich nicht frisch und kann den ganzen Tag gleichförmige Bewegungen am Fließband machen, sondern zittrig. Infolgedessen empfiehlt sich die Monogamie. Er hat seinen Sexvorrat zu Hause, wenig anspruchsvoll, und kann das dann in Ruhe abarbeiten, diese eine Seite. Aber er braucht auch eine Hausfrau zu Hause, die den Nachwuchs, das der sonst irgendwie herumstreunt. 25 Minuten, ich bin bei Punkt 10 von 14. Ich spreche jetzt noch schneller. Also, er braucht zugleich am besten eine Hausfrau zu Hause, die für sein Wohlergehen und dass er sich wirklich erholt und für den geeigneten Konsum, der muss auch bewacht werden, sorgt. Infolgedessen geschieht es zum ersten Mal, dass die Arbeiterklasse sich eigene Familien leisten kann, mit einer eigenen Hausfrau darin, die das tut. Und gleichzeitig analysiert Gramsci auch noch, dass der Staat dabei eine Funktion hat. Der hat nämlich, der gibt die Ideologie, Puritanismus, Kampagnen dazu, kein Alkohol, sodass die wirklich ordentlich arbeiten können die ganze Zeit. Und da habt ihr die Geschlechterverhältnisse drin, der Ernährer mit der Hausfrau. Ihr habt die staatlichen Aktionen da drin, ideologisch, religiös, mit Puritanismus überhöht. Und ihr habt die Verausgabung der männlichen Arbeitskraft. Und ihr habt die Möglichkeiten, dass wirklich für die Kinder zu Hause gesorgt wird, Erziehung, Sitte, Moral und so weiter. Es war also ein Fortschritt zweischneidiger Art. Und ihr habt etwas weiteres da drin, witzigerweise. Diese Familie, Hausfrau, Kleinernährerin, Ernährer, männlicher Ernährer, Hausfrau und so weiter, Kleinfamilie, moralisch abgesichert, monogam. Dies ist genau die Form, gegen die die Frauenbewegung rebelliert hat. Und der Witz daran ist, ist mir sehr, sehr spät erst ausgefallen. Ich gehöre natürlich zu den Rebellen. Und bis heute gibt es das. Ne? Bis heute wird gesagt, wir müssen hauptsächlich gegen den Zwangsheterosexualität kämpfen. Das ist aber längst diese Zeit des Fordismus, wo das dazugehörte oder... Jetzt heißt es Heteronormativität, da kämpfen wir dagegen und so. Das gehört zu dieser Produktionsweise und der Witz ist, als die Frauenbewegung ihren Höhenflug antrat, war dieses Modell praktisch gelaufen.
Das ist das Ende des Fordismus, mit dem die Frauenbewegung anfängt. Darum konnte sie so erfolgreich sein, weil es nämlich in der Zeit war. Es war dran, es konnte bestürzt werden und gemacht werden. So, das ist Gramsci, und Gramsci gibt uns jetzt die Weise vor, und das kommt dann in meinem Beitrag zu Nancy Fraser, wie wir eigentlich die Analysen anlegen müssen bei veränderten, wie Hightech und so, in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse und die Geschlechterfrage. So. An welchem Punkt? Ich muss jetzt ganz furchtbar zusammenkürzen. Das geht aber, glaube ich. Sie können ja auch bestimmte Aspekte in der Diskussion dann noch Genau, vertiefen. Das geht. Also, ich gehe jetzt rüber zu, wie beerben wir Marx? Dass es für Feministinnen fantastisch ist und wir den Marxismus verbessern und den Feminismus stärker machen, das ist die Idee dabei. Und wir machen das, und ich habe das versucht auf zwei Weisen. Der eine habt ihr als Text bekommen, glaube ich. Das ist auf keinen Fall nicht beginnen mit den Thesen gegen Feuerbach. Weil die Thesen gegen Feuerbach sind genau das, wie Feminismus anfangen kann und anfangen wird und muss, und wie das auch an der Opfer-Täter-Theorie tut. Es spricht davon, dass das Verändern der Umstände und die Selbstveränderung zusammenfallen. Man kann die Umstände nicht verändern und dabei selbst gleich bleiben. Man kann sich nicht selbst verändern und die Umstände gleich lassen. Das ist praktisch der Ausgangspunkt, wie Frauenbewegung beginnt. Sie muss Selbstveränderung und Veränderung der Umstände zusammenfügen. Zu der Zeit, als wir das getan haben, galt Selbstveränderung als eins von diesen bürgerlichen Psychomacken. Aber bei Marx gehört das zur Revolution. Dies erst ist die revolutionäre Tat, das beides zusammenzufügen. Und das Zweite ist auch etwas ganz Modernes, das menschliche Wesen ist der Bruch mit der Metaphysik. Das menschliche Wesen ist kein dem Einzelnen innewohnendes Abstraktum. Es ist in seiner Wirklichkeit das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und was heißt das in unserer Sprache übersetzt? Ihr kennt das alle, nicht wahr? Es gibt keine metaphysischen Wesenheiten, keine an sich männlichen oder weiblichen Naturen. Alles ist konstruiert und entsprechend in den kulturellen, auf den kulturellen Ebenen verankert. Und all diese Elemente stecken da schon da drin. Gramsci hat das ausgearbeitet zu einer Persönlichkeitstheorie, die damit endet. Die Menschen kommen aus verschiedenen Traditionen, Verhältnissen, Beziehungen, die sie nicht reflektieren, die zueinander widersprüchlich sind. Und infolgedessen, wenn sie das so lassen, werden sie langsam handlungsunfähig und apathisch. Infolgedessen gilt es als politische Tat, als erstes ein Erkenne dich selbst, ein Inhaltsverzeichnis anzulegen, dessen, was man fühlt und denkt und für richtig hält und welche Haltungen man hat. Und dieses Inhaltsverzeichnis zu besichtigen und zu überlegen, ob man lieber Höhlenmensch ist, abergläubisch oder im wissenschaftlichen Zeitalter schon angekommen und die Sachen argumentativ durchdringt. Also sich zu überlegen, wer man sein möchte und sich in diese Richtung kohärent zu arbeiten. Und das kann man nur, wenn man mit anderen zusammen an Gesellschaftsveränderung sich beteiligt, weil sonst die gesellschaftlichen Verhältnisse einen hinterrücks erschlagen. So, das ist Gramsci. Ihr merkt, dass er ein später Zeuge von Erinnerungsarbeit ist. Das habe ich viel später gelesen, aber kann ich natürlich in jedem Punkt benutzen. Dass er selbstverständlich subjekthaft vorgeht, könnt ihr in die kritische Psychologie nachträglich einschreiben. Die arbeitet eigentlich ohne Gramsci, aber hier stehen die Elemente alle drin. Bei Marx, jetzt kommt das letzte Erbe von Marx, und dann gehe ich schon ganz zum Schluss, ne? Schon 13 von 14. Bei Marx, wieso verliert er immer, also die Diagnose der Frauen stimmt. Nachdem er einen gewaltigen Anfang gemacht hat, dann konzentriert er sich auf die Arbeit in der Lohnform, und von Stund an ist immer nur noch alles Lohnarbeit, und alles, was außerhalb der Lohnform an Arbeit geschieht, entgeht ihm mindestens als irgendetwas Wichtiges, Bewegendes, und die Akteurinnen, die das tun, entgehen ihm vollständig als mögliches Subjekt von Bewegung und Veränderung.
So, diese Diagnose stimmt. Aber wo kommt er her? Sein erster Satz dazu ist, die Menschen gehen im Laufe ihres Lebens, die Menschen reproduzieren, Olli, du wirst mir gleich helfen, wenn ich den Satz nicht ganz hinkriege. Die Menschen produzieren ihr Leben in bestimmten Verhältnissen, im Laufe ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse. Die betreffen einerseits das Leben selbst, ihr eigenes und fremdes, indem sie Kinder in die Welt setzen. Also sich reproduzieren als Menschen und Kinder in die Welt setzen. Erstens und zweitens, indem sie Lebensmittel produzieren. In der Folge interessiert ihn nur noch der Zweig, wo Lebensmittel produziert werden und der andere nicht mehr. Aber wir finden in der deutschen Ideologie dann die Elemente, wie das da weitergeht. Da kommt die Familie, in der die Frauen Leibeigene, Sklaven und die Kinder ebenfalls sind. Und in dem, was für jetzt hier schon im Keimform alles gilt, was der modernen Ökonomie entspricht, nämlich in dem Ausbeutung, Verfügung über fremde Arbeitskraft ist. Das gilt also für die Arbeitskraft der Frauen und ihren sexuellen Körper. Es gilt für die Lohnarbeit durch das Kapital. Und in dieser Anordnung hat er alle Elemente zusammen, die wir brauchen. Und ich habe daraus auch an vielen Jahren arbeitend und die ganze feministische Diskussion aufnehmend die Frage der Geschlechterverhältnisse und wie sie zu fassen ist, verschoben. In den Satz Geschlechterverhältnisse können wir nicht begreifen als Mann-Frau-Beziehungen. Sollten wir sofort davon ablassen. Auch nicht Männer umerziehen, dass sie einen netteren Charakter kriegen, weniger gewalttätig oder so. Sondern Geschlechterverhältnisse sind selbst Produktionsverhältnisse. Zurück auf Marx' Satz. Nicht die Produktion des Lebens und der Lebensmittel, da drin sind die Geschlechterverhältnisse eingeschrieben und das bedeutet, dass die gesamten Produktionsverhältnisse in Geschlechterverhältnissen kodiert und gehalten sind. Ich nenne das den strategischen Herrschaftsknoten. Dieses Zusammen von Reproduktion und Produktion in der Wiederherstellung der kapitalistischen Gesellschaft. Diesen Knoten gilt es zu lösen. Und für diesen habe ich dann die 4-in-1-Perspektive formuliert, die jetzt aufhört mit dem ganz eingangs, habt ihr natürlich alles noch im Kopf, ganz eingangs versuchten Gedanken, die Hausarbeit in die Lohnarbeit einzuschreiben. Also ist auch produktiv oder so, ne? Oder sollte auch Lohn bekommen, mit diesen Gedanken allen aufzuhören und zu sagen, es sind zwei Kreise, Leben und Lebensmittel. Die Arbeit da drin stellen wir nebeneinander. Und erst wenn wir das getan haben, wir können jetzt zwei Sachen machen, wir nennen sie beide Arbeit oder beide Tätigkeit. Das kommt darauf an, in welchem Kontext wir sprechen und wie wir verstanden werden wollen. Und dann fällt uns sofort auf, da fehlt noch mehr. Da fehlt noch die Frage, zu der der Marxismus eigentlich ursprünglich angetreten ist, nämlich, dass die Entwicklung eines jeden Voraussetzung für die Entwicklung aller ist, dass also sämtliche menschlichen Fähigkeiten, die in den Einzelnen schlummern, nicht etwa wie im Fordismus am Fließband verausgabt werden, sondern es Zeit und Raum braucht zur Entwicklung von allem, was man kann, als Menschen können, musizieren und malen und dichten und singen und weiß der Teufel was alles. Und wenn wir dieses nebeneinander gestellt haben, haben wir noch, dass wir doch die Gesellschaft gestalten müssen. Und zwar von unten gestalten müssen, wie das schon bei Opfertäter begann. Und ihr merkt das daran, dass ich offensichtlich 30 Jahre Forschung zusammengefügt habe und nun versucht habe, das in das Programm der Linken zu schreiben. 40% habe ich auf dem entscheidenden Parteitag in der Programmdebatte bekommen und wir waren völlig verzweifelt, aber 40% ist eigentlich ein Sieg, ne? Wenn man es genau anguckt, das heißt, macht es weiter. So bin ich. Ich höre jetzt auf, das war Punkt 14. Da drin ist der Arbeitsbegriff enthalten und Gesellschaft und Selbstveränderung und alles, die Gewohnheiten, alles. Vielen Dank, Frigga. Das war ein